Also ich bin Irena Rudolf-Kockert. Aktuell, denke ich, führen wir das Interview in meiner Rolle als Vertreterin von Leipzig nimmt Platz. Wie Sie aber gesehen haben, bin ich natürlich auch tagsüber beschäftigt. Da bin ich Personalratsvorsitzende des städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe und mache diese Tätigkeit auch in Vollfreistellung. Okay. Und also Leipzig nimmt Platz ist ein Aktionsnetzwerk. Was bedeutet das? In unserem Aktionsnetzwerk sind versammelt viele Initiativen, Bündnisse, also Initiativen sowas wie verschiedene Willkommensinitiativen, Bündnisse, Gewerkschaften, Parteien, auch aktive Einzelpersonen, die sich zum Ziel setzen, Aufmärsche von Neonazis zu verhindern, und zwar gemeinsam und gewaltfrei. Okay, und wie groß ist das Netzwerk von Leipzig nimmt Platz? Ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen, wie viele Initiativen, Bündnisse und so weiter das Netzwerk umfasst, aber es ist sehr, sehr groß, weil es existiert ja auch schon ein paar Jahre. Und deswegen ist, sage ich mal, unser Verteiler relativ breit. Okay. Und wie haben Sie sich sonst noch auf den heutigen Tag vorbereiten können? Also eine ganz normale Vorbereitung fängt natürlich in einem Plenum an, wo man bespricht, welches Ziel hat man, was macht es Sinn anzumelden. Dann ist, wenn man sich geeinigt hat, folgt die reguläre Anmeldung der Versammlungen oder Demonstrationen, je nachdem, wofür man sich entschieden hat, beim Ordnungsamt. Daraufhin folgen normalerweise nochmal Kooperationsgespräche, wo man auch erfährt, ob man eine Genehmigung bekommt oder nicht. Gegebenenfalls auch Kundgebungen verlegt werden. Danach geht es dann in konkrete Planung. Man braucht ein Bus, eine Anlage, man braucht Ordnerinnen und Ordner, man braucht Musik, man möchte Redebeiträge haben. Und das sind dann so konkrete Planungsschritte, wo man sich mit einzelnen Beteiligten abstimmen muss, das koordinieren muss. Und wenn alles gut läuft, hat man am Ende ein gutes Ergebnis. Wie sehen Sie das? Was ist seit der ersten Digida-Demonstration in Leipzig passiert? Was hat sich verändert? Also wir alle haben gesehen, dass anfänglich die Stadtgesellschaft sehr geschlossen ein Zeichen gesetzt hat. Leider ist es aber auch nur bei diesem Zeichen geblieben und die Teilnahme an den Protesten hat stetig abgenommen, hat aus meiner Sicht natürlich auch was mit dem Vorgehen der Polizei in den ersten Monaten des Protestes zu tun. Wir hatten viele Vorfälle, wo Menschen doch durch Polizeigewalt auch abgeschreckt wurden, weiterhin zu den Kundgebungen zu kommen. Also das sind wirklich authentische Berichte. Ich selber war auch mit betroffen, habe an der Räumung der Blockade in der Goethestraße war ich sozusagen vor Ort. Und das waren natürlich sehr unangenehme Bekanntschaften, die man dort geschlossen hat. Und man hat auch gesehen, wie teilweise Presse behandelt wurde. Und das hat, denke ich, schon viele abgeschreckt, zu den Protesten zu gehen. Nichtsdestotrotz hat unser Aktionsnetzwerk ja regelmäßig weiter aufgerufen, weil wir der Meinung waren, das verläuft sich eben nicht, sondern dass, wenn man Raum lässt und wie viele Politikerinnen und Politiker es gemacht haben, auch noch hinfährt und aufwertet durch Gespräche, dass das Problem sich nicht erledigt, denn das Problem ist ja schon länger da. Das Problem heißt Rassismus und in Sachsen ganz besonders. Und das erledigt sich eben nicht, wenn man einfach wegschaut. Was muss getan werden seitens der Zivilgesellschaft und seitens der Politik? Dass alle einfach an einem Strang ziehen oder dass vielleicht auch mehr Organisationen eröffnet werden? Wie sehen Sie das? Also für Leipzig kann ich sagen, wir haben sehr, sehr viele Initiativen und Vereine, die sich auch mit
Flüchtlingsarbeit, nicht nur mit antirassistischer Arbeit beschäftigen. Und die Zusammenarbeit natürlich aller ist enorm wichtig. Und natürlich auch aller demokratischen Parteien, die sind auch wichtig, weil die sind ja auch die Stimme und die können nach außen viel besser auch nochmal die politische Haltung vertreten gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und für eine humane Asylpolitik.